Jo, hier wieder eine neue Folge GON TV mit Timo und Kidi. Wir sind hier in Adelsheim in der Life Factory bei der Feuer und Eis und viel Spaß. Jede Menge arschgeile Themen heute wieder. Schaut's euch mal an. Erstes Thema heute GON TV auf ein neues Jahr. Hier sind die Flyer, da drüben hängt das Plakat. 7. Januar hier in Adelsheim in der Life Factory. 5 Bands, Heilige Brüder, Krawallbrüder, Böse Bengels, Störte Priester, Gute Kumpels. Wir sitzen hier übrigens zwischen den wilden Jungs hier, Band und Crew, also zumindest ein Teil davon. Ja, sag mal hallo, genau. Ne? Und ja, kommt vorbei, Tickets gibt's ab sofort im Shop. Kann man ganz kurz was sagen? Es ist übrigens sehr angenehm, dass du hier alles moderierst. Das können wir ruhig öfters so machen. Ich sitze hier einfach nur und trinke Alkohol oder halt irgendwelche ähnlichen Getränke in grünen Flaschen und du moderierst so ein bisschen durch die Sendung. Ich finde es angenehm. Also hier weiter jetzt mit Steffen. Also, wir sind hier bei Feuer und Eis TV. Wo? Nee, bei Feuer und Eis bei GON TV. Ah, bei Feuer und Eis bei GON TV. Und neben mir steht der Kidi von Kerbholz. Und ja, und neben mir steht der Adrian von der GON. Ja, und wir haben uns heute was ganz Spezielles. Ich und mein Partner da hinten, wir sind ja am GON-Experiment. Von Freiwild. Ja. Stimmt. Wir haben die beiden Stümper, die das vorher gemacht haben, die GON, die haben das ja echt irgendwie runtergewirtschaftet. Wir haben die jetzt. Ja, scheiß Veranstaltung. Also, reden wir nicht drüber. Wieder nur Scheißbands wie Kerbholz Samstagabends. Zum Glück. Zum Glück endlich mal keine gute Band. Wir haben auf ein neues Jahr dieses Mal eine wunderbare Veranstaltung da hinten. Ja. Wir haben sogar eine extra Firma, die nur an Automaten aufhängt. Weil da die ganzen Assis das auch sehen, die auch auf die GON kommen. Ja, und ganz wichtig, da spielen gute Bands, weil Kerbholz ist nicht dabei. Ja, zum Glück. Sonst wird ja auch kein Schwein kommen. Ich meine, das ist auch eine finanzielle Geschichte. Das ist eine ganz einfache Rechnerfrage. Ja. Kommt Kerbholz? Kann sich auch nicht jeder leisten, da nicht zu spielen. Ja. Du musst mal... Alter, das ist Quantenphysik. Junge! Junge! Ja. Aber erstmal kurz drüber nachdenken. Ja, wir sitzen hier in der Runde zwischen der legendär, ultimativ tollen Band Kerbholz und wir haben auch den Wasserträger von Engel in Zivil hier. Yeah. Ja. Oder man könnte auch sagen, den Zuchtbullen wegen seinem Piercing in der Nase. Okay, du bist die? Ich bin die Jenny und unterstütze heute Engel in Zivil. Ja, also man hätte es am Dialekt fast erahnen können. Genau. Wir müssen auch dringend an der Stelle abbrechen, da... Und das Thema gerade ausgegangen ist, wir machen einmal draußen und oben weiter. Wie gesagt, wir sind ja nach wie vor in der Life Factory. Es geht um die, auch jetzt wird schon wieder hochwertiges Essen gereicht. Wir müssen dringend an der Stelle mal kurz abbrechen. Ja, wir haben hier die Band Tegenproleten, die auch wieder Werbung macht für Kerbholz, das ist ja furchtbar. Und Krawallbrüder. Das ist doch mal Solidarität unter den Bands. Das Rockmagazin übrigens. Ja, oh, auch, ja, okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Der Timo wird jetzt euch die ein oder andere Frage stellen. Okay, die erste Frage meinerseits wäre dein Name? Ich bin der Steffen. Du machst genau was bei den Tegenproleten? Ich bin der Taktvernichter, also ich spiele Bass. Du bist wer, der Taktor? Taktvernichter. Taktvernichter, okay. Wer kennt ihn nicht, den Taktvernichter? Dann mal zum Schlagzeug an der Stelle. Der wer? Welcher hier? Das bin ich. Okay, ihr spielt heute auch bei der Feuer auf Eis? Hätte ich um ein Haar gesagt. Feuer auf Eis? Ja, wir spielen auch bei Feuer und Eis, ja. Sind schon das dritte Mal hier. Seit Anfang an sind wir dabei. Ja. Ihr spielt das dritte Jahr in Folge jetzt hier, oder? Wir spielen das dritte Jahr in Folge. Wir waren direkt vom Start auf dabei. Super geil. Müssen wir drüber nachdenken, ob die Band vielleicht auf der GON mal auftreten sollte? Ja, das wäre schön. Ja. Aber wir würden uns so freuen. Was heißt hier ja? Der kann hier nicht einfach so ein Ding hier essen und sagen ja? War das eine Zusage an die Band oder? Und ich muss nachher wieder mit dem Rechtsanwalt telefonieren, irgendwelche mündlichen Verträge, naja. Also ich weiß nicht, ob wir uns die Band leisten können, weil wenn Kerbholz schon spielt und dann würden die Tegenproleten noch spielen, oh je, ob dann überhaupt noch jemand kommt, ich weiß nicht. Aber wir werden jetzt hart verhandeln und das austrinken. Der Abend ist noch lang. Wir sitzen hier jetzt im Produktionsbüro vom Veranstalter, dem Sascha, auch genannt Survey vom AGF Radio. Und der Sascha kann euch gleich mal erzählen, dass der Vorverkauf, glaube ich, sensationell war im Vergleich zum letzten Jahr, aber mehr dazu vom Sascha.
Ja, also wie gesagt, hallo erstmal an die ganzen GonTV-User und GonTV-Gucker. Ja. Wunderbar, erstmal vielen Dank, dass ihr das hier ermöglicht, bei uns zu drehen. Finde ich sehr, sehr geil. Ist, ja, wir haben dir zu danken, dass du ermöglicht, dass wir hier drehen dürfen. Um Gottes Willen, die Filmrechte liegen ja nicht bei mir, also von daher. Nein, das ist schon okay, das passt schon. Um auf deine Frage ganz kurz einzugehen, ja, der Vorverkauf im Gegensatz zum letzten Jahr, prozentual über 300%. Ja, das Zahlen nenne ich jetzt keine, aber wie gesagt, wir haben uns locker um 300% gesteigert, was der Vorverkauf zum letzten Jahr angeht. Da gratulieren wir natürlich, zu Recht. Dankeschön, danke, danke. Wie gesagt, an was machst du das selber fest? Also ich meine, grundsätzlich für die Szene natürlich sehr geil, für unsere aller Szene. An was machst du diesen Erfolg der Feuer und Eis dieses Jahr fest? Das ist generell, glaube ich, ganz schwer zu sagen. Ich glaube einfach, dass ich in der Veranstaltung, wir machen es jetzt dieses Jahr zum dritten Mal. Immer hier in Adelsheim, oder? Zum dritten Mal hier in Adelsheim. 2009 ist das Ganze entstanden durch eine Rettungsaktion von einem damals abgesagten Event. Dann haben wir es letztes Jahr in kompletter Eigenregie zum ersten Mal gemacht. Und wie gesagt, ich bin einfach der Meinung, dass es nicht mal so sehr an den Bands liegt, dass es einfach nur daran liegt, dass ich so eine Veranstaltung etablieren muss erstmal. Das erstmal, weil eben, es ist auch ein blödes Wochenende gewesen. Letztes Jahr muss man ganz klar sagen, es war am 29. Da waren viele Halloween-Partys und so weiter. Letztes Jahr war es sogar der 30. 2010. Und wie gesagt, da war viel Halloween an dem Wochenende. Und ich glaube einfach, dass man so eine Veranstaltung, dass es sich erstmal etablieren muss. Dann ganz klar, im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir nochmal drei Bands mehr. Ja, wir haben mit Kerpolz, Beerdigung und Wilde Jungs wirklich drei richtig gute Bands am Start, ja, die uns da, wo ich auch viel den Bands die Schuld gebe, dass da noch ein paar Leute mehr kommen, auf jeden Fall, definitiv. Wird es mit der Feuer und Eis weitergehen die nächsten Jahre? Wird es auch 2012 die Feuer und Eis Volume 4 dann geben? Definitiv, und zwar am 27.10. nächstes Jahr. Der Termin ist schon geblockt. Ein vorgedrucktes Plakat hängt bereits bei meiner Freundin im Auto, stehen aber noch keine Bands drauf. 27.10. nächstes Jahr, Volume 4. Jetzt klingelt mein Telefon, aber das kann man halt nicht ändern. Schönes Stichwort zum Schlusswort. Wir sagen herzlichen Dank, gehen wieder raus in deine Halle kein und Problem. Schauen uns da mal um. Viel Spaß wünsche ich euch. Wir noch. Danken dir. Alles klar, ciao. Bis dann, ciao. So, wir stehen jetzt in der Live Factory, hier hinter mir die Bühne. Vielleicht können wir einen kurzen Schwenk auf die Bühne machen, genau. Yeah. Weißt du, wer gerade spielt, Torben? Ja, gute Frage. Ich bin selber gerade erst hier reingekommen. Okay. Also, es spielt eine Band. Eine Band? Eine Band. Ganz frech behaupten, es sind nicht die es ist nicht Kerbholz, die spielen. Ich glaube, es ist nicht Kerbholz. Das wäre schlecht, das wäre fatal. Sagen wir mal so. Genau. An der Stelle wollen wir eigentlich auch zum Ende kommen für diese GonTV-Folge. Wir hatten zum Thema A, die auf ein neues Jahr. Wir wollen nochmal ganz dezent hier auf die Jacken hinweisen. Ganz arg wichtig natürlich, GOND. Wir haben mittlerweile 10, 12 Bands oder so mittlerweile. Ja, mehrere Bands auf jeden Fall. Wir sind ja auch hier, um uns die ein oder andere Band für die GOND anzuschauen. Zum Beispiel Kerbholz. Und wir sind wirklich hier, um die ein oder andere Band uns anzuschauen. Schaut auf die Homepage oder auf Facebook. Nach und nach werden immer mehr Bands bestätigt werden. Das dauert noch ein paar Tage und Wochen. Und das Schlusswort kommt von Torben, würde ich sagen. Ja, was sage ich denn? Leute, die GON 2012 rockt. Wir sind dabei. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns.